das Multitalent Brennnessel. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich bin Kerstin, Gartenmonis Tochter. Ich war jetzt gerade mit Patty und Leon im Wald joggen und bevor wir jetzt heimfahren, möchte ich euch mal kurz was zeigen. Schaut mal her. Jetzt hat es ja gerade ordentlich geschüttelt. Ich musste mal kurz ins Auto flüchten. Ich hoffe, das Wetter hält jetzt noch so lang, bis ich euch das jetzt gezeigt habe, was ich euch zeigen wollte. Oh nein! Ihr seht, hier wachsen Unmengen Brennnesseln hier. Das ist ein wahrer Brennnesselwald. Das ist auch nur ein Teil davon. Und ihr wisst ja von der Moni, dass man Brennnessel super im Garten verwenden kann. Man kann Brennnesseljauche davon machen oder man kann sie im Frühjahr zur Pflanzzeit sammeln, bisschen klein machen und ins Pflanzloch geben von Pflanzen, die gerne warme Füße haben, wie Tomaten oder auch Paprika und Chili. Aber auch wir können Brennnessel uns schmecken lassen, denn ich denke mal, die meisten von euch werden Brennnesseltee kennen. Brennnessel ist ja in dem Sinne auch eine Heilpflanze. Brennnesseltee zum Entschlacken und Ausleiten. Man kann aber auch, das wissen wahrscheinlich auch viele von euch, man kann die Blätter auch essen oder die Triebe, gerade im Frühjahr die frischen Triebe, die kann man zum Beispiel so zubereiten wie Spinat. Was aber nicht alle wissen, suche ich mir mal eine andere, wo man das sieht. Hier. Die Brennnesseln, die fangen jetzt an, hier diese Samen zu bilden. Und diese Samen sind auch essbar. Die sind sogar sehr, sehr gesund. Sie haben einen extrem hohen Proteinanteil. Die bestehen zu 40% aus Protein. Und die kann man, wenn sie reif sind, sammeln. Da schneidet man diese kleinen, diese ganzen Würstchen hier, die kleinen mit den Samen dran, die schneidet man ab oder man nimmt einfach ein Stück mit nach Hause und schneidet dann daheim diese kleinen Würstchen ab und trocknet diese Samen. Ich mache mich mal kurz auf den Rückweg, weil hier im Wald kommt wieder ordentlich Regen runter. Ich mache mich auf den Weg zum Auto, es fängt nämlich schon wieder an zu schütten. ich will euch das jetzt aber noch erzählen. Die Samen, die könnt ihr trocknen. Und wenn die trocken sind, könnt ihr die mahlen. Und wenn ihr dann ein Pulver habt und es ab durch ein Sieb gebt, dass ihr nur noch, dass ihr also diese Stiele und alle Reste noch entfernt, dann habt ihr ein Brennnesselsamenpulver. Und dieses Pulver ist ein wahres Proteinpulver. Das könnt ihr für den Winter zum Beispiel aufheben oder auch so zwischendurch mal ins Essen mit reinrollen oder ins Joghurt oder sowas. Dann habt ihr ein Proteinpulver und ist eigentlich doch eine schöne Sache, weil es ist ein sehr, sehr hochwertiges pflanzliches Protein und wer es mal ausprobieren will, ich mache das heuer mal, weil ich weiß das nämlich auch erst seit kurzem, seit diesem Jahr, irgendwann habe ich es mal gelesen, das will ich auch heuer ausprobieren. Teil habe ich schon gesammelt und gemahlen, ist natürlich noch nicht viel, weil ihr könnt euch vorstellen, man braucht schon eine kleine Menge, um da ein bisschen Pulver zu erhalten am Ende. Aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Geschmacklich ist es eigentlich sehr gut. Ich habe mal ein bisschen was probiert. Es ist ein bisschen mehlig-nussig, kann man sagen. Und wie gesagt, hat insgesamt einen ganz guten Geschmack. So, also wenn ihr es mal ausprobieren wollt, dann geht doch mal sammeln, wenn sie reif sind und trocknet euch ein paar. Probiert es aus. Sagt mir dann doch am besten mal oder schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch schmeckt, was ihr dazu sagt. Und ich schaue, dass ich jetzt ins Auto komme, weil ich bin jetzt fast schon klatschnass. Brille, ich sehe euch fast schon nicht mehr. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen grünen Daumen nach oben da. Abonniert den Gartenmoni-Kanal und abonniert die Glocke. Quatsch. Abonniert den Gartenmoni-Kanal und aktiviert die Glocke. Wer uns unterstützen will, der schaut doch mal bitte im Shop vorbei und schickt mir mal bitte einen Regenschirm rüber, weil ich habe es jetzt echt nötig. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kerstin von Gartenmoni.